Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Chains of Olympus. In der letzten Folge haben wir gar nichts erreicht. Ja, ich denke mal, ihr habt das auch im Titel gelesen und dementsprechend es schadet nicht. Es schadet euch definitiv nicht, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Dennoch würde ich es raten, es sich anzuschauen, denn hey, es ist der schwierige Schwierigkeitsgrad. Und dann könnt ihr nachher nichts runterschreiben von wegen, das war doch voll einfach und so weiter, wenn ihr die ganzen bösen Szenen überspringt. Wie auch immer, Problem war in der letzten Folge, dass wir, ja, gegen zwei Schattensäbelzahntiger angreifen mussten. Die haben bestimmt einen ganz anderen Namen, aber ist ja auch scheißegal. Ich habe gemerkt, dass ich diesen Atem doch parieren kann, also blocken kann. Ich muss halt nur dann blocken, bevor er spuckt. Also kurz bevor er ausstößt, sage ich mal, muss ich blocken und dann passt das ansonsten nicht. Das hat mir jetzt auch nicht viel weitergeholfen. Und nach ungefähr 5 Versuchen habe ich es dann geschafft. Ach so, ich dachte, ich hätte meinen Controller schon aktiviert. Gott verdammt. Da geht er down. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Okay, ach so, der Bogenschütze, ich wollte gerade sagen. Wenn da jetzt noch was gekommen wäre, ich weiß ja nicht, Kollege, ich weiß ja nicht. Gut, das soll es dann gewesen sein für diesen Raum hier, diesen Abschnitt. Bam! Und dann kann es jetzt endlich mal weitergehen nach 20 Minuten stumpfe Klopperei. Ein geheimer Geheimgang, auch nicht schlecht. Klar, wir kommen da hinten ja auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie über Kurven schlängeln, damit wir an dem verkackten Wolf... an der verkackten Wolke da, dem Rauch vorbeikommen. Gott verdammt. Wieso muss das jetzt auch schon wieder geöffnet werden? Ist doch unnötig. Ist doch klar, dass wenn ich den Geheimgang oben aktiviert habe, dass ich da... Naja, gut. Whatever. Ja. Freut mich, dass die Tür es auch geschafft hat, zuzugehen. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich kann es nur nach da vorne schieben. Und ja, das werde ich dann wahrscheinlich auf beiden Seiten machen und dann hat sich das. Vorher sollte ich aber mal die Scheiße da links einsammeln. Nicht, dass sie nachher weg ist. Oder ich weg bin und dann nicht mehr zurückkommen. Aber die Frage ist, ob man das hier wirklich übersehen kann. Also es ist ja minimal versteckt, ne? Also ich meine, ich habe das jetzt beim Schieben gesehen und so weiter und so fort. Aber okay, ist ja auch egal. Nicht jede Kiste muss gleich ein Secret sein, ne? Das ist auch klar. Muss nicht gleich eine Zigarette sein. Oh, komm schon. So, lächerlich jetzt hier. God damn it. Schieb, 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 schieb. So öffnet und weiset mir den Weg. Helios. Okay, oder auch so. Dann werde ich es eben halt aus eigener Kraft machen. Halten. Na, mach ich doch. Ach so. Okay. Ich dachte, da öffnet sich jetzt eine Tür, aber nein, da kann ich dann hoch. Oh nein, das ist so eine Kacke. Nee, los, hoch, hoch mit dir. Und Eurus, der Ostwind. Hier ruht der Geist von Eurus, dem Ostwind, der den Pfad des Sonnenwagens sieht. Okay. Whatever, I don't care. Just let me go through here. Lass mich hier durch. Moment, was? Secret? What the shit, okay. Money, 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 money. Ah, ist ja doch ein bisschen viel, ne? Es sieht gar nicht so aus, aber es passt schon. So, und jetzt, what? Kann ich dich irgendwie schieben oder so? Oder muss ich was hier machen? Kann ich das schieben? Nein, dann würde es ja so glitzern, ne? Kann ich hier was machen? Auch nicht. Er scheint mir doch gerade ein bisschen spanisch hier. Aber ich kann hier nichts machen. Geh mal wieder runter. Okay. Und nu? Soll ich wieder hochgehen oder was? Das macht doch keinen Sinn. Das wird doch jetzt nicht alles für ein Secret gewesen sein. Mano, wieso muss alles immer so... unoffensichtlich sein? Irgendwo wird doch bestimmt hier so ein kleiner Furz sein, der mich dann weiterbringt. So, also
Er schaut zum Pfad des Sonnenwagens. Also müsste ich jetzt da lang, oder was? Bist du dir sicher, dass hier nichts mehr ist? Kratos? Ja, okay. Wah, 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 wah. Gut. Dann laufe ich halt wieder hier lang. Vielleicht hat sich ja jetzt was anderes aktiviert. Moment, da komme ich doch gar nicht mehr zurück. Och, Mano. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Moment. Nee, die kann ich nicht bis nach da hinten schieben. Das geht nicht. Hier wird sich bestimmt noch irgendwas tun, habe ich so das Gefühl. Aber... nee. Das würde jetzt keinen Sinn machen, die zurückzuschieben, oder? Nicht so. Kann ich hier was machen? Sah gerade so komisch aus, aber das war nur das Licht. Nein. Nee, 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 nee. Was habt ihr schon wieder für Probleme hier? Gehe ich jetzt nochmal da hoch? Oder kann ich irgendwas mit den Statuen hier noch machen? Nein, vor allem, ich kann sie auch gar nicht mehr schieben. Das ist ja auch so eine Sache. Gottverdammt. Vielleicht muss ich auch irgendwie das Schild benutzen. Einfach mal L1 gedrückt halten oder so. Vielleicht ist es ja schon das Rätsels Lösung. Gucken wir mal. Wah! Wah! Nein, vielleicht hier. Irgendwie sowas. Nö. Hier ruht der Geist von Eurus, dem Ostwind, der den Pfad des Sonnenwagens sieht. Er sieht den Pfad. Das freut mich ungemein, aber so richtig helfen tut mir das nicht. Kann ich dich kaputt machen? Nein. Kann ich auch nicht. Kann ich irgendwas mit dem Schild hier machen? Nein, kann ich auch nicht. Komm schon. Show me the way. Ha-i-shit. Nicht so, wa? Was sollen mir die Pferde denn da sagen? Ich meine, wenn ich die irgendwie drehen könnte, aber ich kann ja nicht mit ihnen interagieren. Interagieren. Ha. Ich nicht verstehen. Und wenn hier doch noch irgendwas ist? Nein, da ist ja wirklich rein gar nichts. Oh, holy crap. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, ich gucke dann mal nach. Jetzt ist es schon wieder soweit. Bis gleich. Okay, ja. Das ist wieder so eine tolle Szene, woran man auch sieht, dass die guten Entwickler auch vieles beibehalten. Ja, ich meine, wow. Es ist genauso wie im ersten Teil mit diesem scheiß Unterwasserrätsel da. Ich hätte es ja verstanden, wenn ich mich jetzt hier raufstelle und da so rüberspringe, ne? Dass das irgendwie Sinn macht, weil er guckt ja in die Richtung. Aber nein, der geheime Geheimgang ist hier. Ja, nee, Dude. Also, wer denkt daran? What the shit? Ihr könnt ja mal runterschreiben, ob ihr Gottverdammt das wusstet. Sofern ihr das Spiel natürlich nicht selber schon gespielt habt und so weiter und so fort. Ist ja logisch. Und dann machen wir hier mal einfach weiter. Ich habe das Video sicherheitshalber mal offen gelassen, weil ich ja hier schon wieder, weil ich ja dann auch schon gesehen habe, dass es hier dann noch rätseltastischer wird. Aber ich denke mal, das sollte jetzt hier kein Problem sein. Sieht ja noch sehr sinnvoll und einfach aus. Und dann setzen wir mal, oder? Setzen wir das Schild jetzt her? Was machen wir denn hier? Hä? Kann ich das irgendwie schieben oder so? Nee, wa? Wahrscheinlich, genau, reflektieren. Wow! Kreis! Ein Megastrahl! Bam! In the fucking face. Und jetzt... ist das da offen? Alles klar, gut. Dubi, 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 du. Da kann ich das jetzt da mal aktivieren. Und schau mal, was passiert. Komm hoch, Kratos, Gottverdammt. Du konntest das auch schon mal besser. Und hepp. Beum.
Oh shit, da fehlt noch einer. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ah, ich wusste doch, dass da was ist. Habe ich's doch gesagt. Wahahaha. Ich hoffe, die ziehen das jetzt nicht wieder unnötig in die Länge, so wie der Tempel der Pandora. Das war ja wirklich grauenvoll. Wie gesagt, der Tempel hatte viele Facetten, viele verschiedene Areale, aber letztendlich war es ein Tempel und das ist mir irgendwie so aus Schwein gegangen. Aber gut. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist und dann wird es schon irgendwie passen. Ich habe ja per se nichts gegen Tempel, aber man, wie gesagt, es ist... Man kann alles irgendwie scheiße finden, wenn man dem lang genug ausgesetzt ist. Also, von daher. Wobei, das hat hier schon Stil. Das ist schon geil. Beeil dich, Kratos. Ja, ja, ist okay. Man tut, was man kann, ne? Was ist da jetzt? Kann ich da eintauchen? Sieht sehr mysteriös aus. Aber erstmal kümmere ich mich um die Kiste hier. Gorgonenauge für den Herrn Ravon. Mal wieder. Kann ich da hochspringen oder so? Nein, kann ich nicht. Aber es sieht nach einer unsichtbaren, nach einer halb unsichtbaren Plattform aus. Vielleicht kann ich da... Ja. Vielleicht kann ich da ja später irgendwas machen. Mal schauen. Wow! Das ist auch mal nicht schlecht. Das hat auch was. Sind das die Spartaner? Seine Spartaner, Leute? Ich weiß es nicht. Die Höhlen des Olymp. Ach so, siehst du? Genau, da wollten wir ja eh hin. Und dann... Ja, ist jetzt doof mit dem Speichern. Hm. Emsidemsidemsidemsidems. Ja, nieder. Werde ich jetzt hier mal einen Cut machen... Wah! So, weiter geht's. Neuer Aufnahmetag. Ja, ich kann es mir immer nicht verkneifen, das zu sagen. Ich merke gerade zum allerersten Mal, dass ich gar nicht auf Vollbild spiele. Wieso eigentlich? Wieso ist das so? Naja, also bei Avamedia kann ich sowieso nur auf 720p stellen. Also nicht wundern, ich könnte rein theoretisch auch 1080i haben. Ich glaube, i war höher als 1080 normal, ne? Auf jeden Fall 1080, aber das macht dann die Karte nicht mit und das dagegen. Aber das ist mir gestern gar nicht aufgefallen. What the shit? Naja, gut. Solange es im Video Vollbild ist, ist es ja letztendlich Rille. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen oben. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Gimme, gimme, gimme that. Gimme that. Okay, Gorgonenauge. Und da drüben gibt's wieder Kisten, das heißt, ich habe jetzt mal spontan den Secret-Weg genommen, auch nicht schlecht. And that. Und gleich mal gucken, ob ich hier irgendwas aufleveln kann. 2500. Da brauche ich 3500 für. Und ich schätze mal, das werde ich auch machen, weil was anderes kann ich eh gerade nicht aufleveln und mit den Chaos-Klingeln habe ich gerade nicht so das Problem. Und mir gefällt der Zauber eh. Und das war ja zum Schluss im ersten Teil bei den Blitzen auch so. Die haben mir eigentlich das ganze LP übergefallen. Aber ich hab's dann irgendwie trotzdem nicht eingesetzt. Apropos eigentlich. Das ist immer faszinierend, dass man irgendwas sagt und dann seine Aussage mit eigentlich schmückt. Weil eigentlich heißt ja eigentlich auch nicht, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich durch gut durch das Spiel gekommen, dann heißt es ja... Eigentlich ja nicht, ne? Ich bin zwar gut durchgekommen, aber irgendwie war es dann doch nicht so. Das ist immer sehr kurios, das hört man auch oft im Fernsehen. Das ist mir gestern auch aufgefallen, als ich halt Fernsehen geguckt habe und so weiter. Und ich sag das auch des Öfteren. Und das ist sehr, sehr komisch. Auf jeden Fall klettern wir hier mal like a Spartaner lang. Hier sehen wir auch schon. Ich glaube, das sind auch Spartaner. Wir sind ja gerade in der Höhle des Olymp, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Vielleicht haben die ja hier eine Statue von uns. Ist das Poseidon oder Zeus? Ich glaube, es ist Poseidon. Er hat doch hier schon so eine komische Flosse. Sie haben Tritons Lanze. Okay, dann war das Triton. Verleiht die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Ach, what the shit. Wieso konntest du es dann im ersten Teil nicht mehr? Oh, Moment. Oh, nein. Habt ihr das gesehen? Da ging es noch lang. Das muss ich mir nochmal direkt angucken. Vielleicht gibt es ja da was. Hepp und hepp und hepp.
Und nochmal, sicher ist sicher, wir wollen ja hier auch nichts verpassen, was wir hätten erreichen können. So, springen sie, nein, das ist viel zu weit weg. Und ich glaube, ich kann da auch nicht irgendwie klettern oder so. Nein, kann ich nicht, okay. Wie war das jetzt? Irgendwie Viereck, ne? Ja, okay. Das heißt, wir machen jetzt wieder fette Unterwasser-Action. Luftblase hat der gute Kerl nicht. Okay, Moment, da hier hinten ist was. Ich kann ja unter Wasser, glaube ich, nicht angreifen, außer den kann ich natürlich machen. Nee, okay. Da ist dann, glaube ich, mal nix. Okay, schwimmen wir doch einfach mal hier rein. Bevor ich jetzt die letzten 10 Minuten auch noch damit verschwende, hier irgendwas zu suchen, was gar nicht da ist. Halten und loslassen, um durch Hindernisse... Ja, genau. Genau. Kennen wir ja auch schon. Aber das Wasser ist hier irgendwie, ich weiß auch nicht, ist irgendwie ein bisschen grün. Oder woran liegt das jetzt? Liegt es daran, dass wir in einer Höhle sind, oder sind das da Glühwürmchen im Wasser? Glühwürmchen unter Wasser? Ich glaube nicht, dass die Viecher schwimmen können, oder? Aber vielleicht konnten die das ja damals. Wir wissen ja, dass sich viele Kreaturen haben sich ja zurück... Oder? Erst haben sie sich vorentwickelt und dann zurück. Macht das Sinn? Also ich meine... Ja, ich denke mal schon, dass es... Ich meine, wenn man sich jetzt mal an die Dinosaurier... wenn man an die Dinosaurier denkt, dieser komische Riesenvogel da... Kommt jetzt nicht auf den Namen. Und dann später, ich meine, die sind doch die Vorfahren von den eigentlichen Vögeln, oder? Also... Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so verkehrt, was ich hier labere. Deswegen, also... Es gibt durchaus Kreaturen, die damals sehr, sehr gefährlich waren, aber die sich halt total zurückentwickelt haben, beziehungsweise halt vorentwickelt, aber ist auch egal. Und er kann es auch unter Wasser, auch nicht schlecht. Ich meine, er kann vieles unter Wasser, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern. Wobei ich dann doch eher glaube, dass das bei den Kindern des Poseidon oder was das da war... Bei den Mädels, ich glaube, das war eher eine Umarmung als das, was ich gedacht habe. Oder ein Kuss, auf jeden Fall. Naja. Da kann man sicherlich noch einiges hineininterpretieren. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Erstmal soll es hier darum gehen, wieder Unmengen an Phönixfedern einzusammeln. Die wollen hier wirklich den Magier aus mir machen. Kann das sein? Leute, hört auf damit. Ich werde kein Zauberer. Lasst mich da hoch. Moment, komme ich da überhaupt? Ja, oder? Hä? Oh nein, sie haben mich eingesperrt, oder was ist jetzt hier los? Hä? Nee, da geht's ja nicht hoch. What the shit? Moment, vielleicht kann ich hier irgendwie durchbashen? Nein, kann ich auch nicht. Habe ich jetzt hier schon wieder unbewussten Secret oder so? Kann das sein? Moment, geht's da hoch? Geht es? Nein, das ist alles noch Bestandteil dieses Gebäudes hier, falls ich das Gebäude nennen kann. Komisch. Da bin ich doch jetzt eigentlich gleich wieder draußen, oder nicht? Das kann es doch jetzt nicht sein. Nee. Ich schwimme da nochmal zurück. Wo muss ich lang? Kann ich hier irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay. Links und rechts ist eine Kiste gewesen. What the fuck? Komm schon, verarsch mich nicht, Spiel. Bin ich jetzt hier irgendwie... Nein. Das geht nicht. Habe ich jetzt... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wollte mich gerade fragen, ob ich irgendwas eingesammelt habe, was story-relevant sein könnte, aber nein. Dann geht es hier einfach mal weiter. Es geht weiter, also bleib heiter. Wow. Durch da. Und gleich mal nochmal durchbashen. Und den Schalter betätigen. Den Hebel. Gottverdammt. Ich glaube nicht, dass Schalter oder Wasser funktionieren. Töte den Hebel! Stirb, Hebel! Wow! Es sieht extrem lustig aus, ja, mit dem Hebel da und so. Naja, gut. Aber wollen wir uns mal nicht über den Spartaner lustig machen? Ich meine, unter Wasser ist halt nicht so gut und so. Guck mal, die Statue hat Muckis. Und da kann ich dann da weiterklettern, alles klar. Übrigens, ich habe das ja, man hat das ja auch in der Videobeschreibung schon gelesen und so weiter. Ich muss mich da definitiv nochmal, oh, herzlichen Glückwunsch. Da klingt auch schon das Handy. Ich muss mich da nochmal revidieren und zwar, ich mach das in der nächsten Folge. Das würde sonst zu lange dauern. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play God of War Chains of Olympus. In der nächsten Folge werden wir mal da hochklettern und schauen, ob wir den Sonnengott befreien können. Nee, Quatsch. Wir suchen ja momentan, ist ja das nähere Ziel Eos. Ich glaube, so hieß die Schwester.
Und die soll ja hier drin irgendwo sein. Oh Gott, ich glaube, jetzt greife mich die Glühwürmchen an. Nein, hört auf! Oh Gott! Leute, ich flüchte von den Glühwürmchen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. See ya!